fangen wir dann in diesem trotzdem erfreulicherweise großen Kreis mal an. Und vielleicht kriegen wir es ja währenddessen noch irgendwie gelöst. Dann sage ich allen ganz herzlich willkommen und hallo zu unserer virtuellen Vortragsreihe Unser blauer Planet, fragile Meereswelten und ihre Erforschung. Jetzt wollte ich aber meinen Bildschirm wieder teilen, weil ich da meine Folien auch brauche. Ich bin Julia Kromer, ich bin bei Senckenberg im Stab Wissenschaftskoordination, unter anderem für Transfer, Veranstaltungen und Vortragsreihen zuständig und finde es schön, dass heute Abend so viele dabei sind, wieder dabei sind. Da hier in dem Rahmen auch willkommen gleich an alle die, die heute das erste Mal reinschauen. Und leider das Ganze auch weiterhin nur virtuell. Wir hatten ja gehofft, die Vortragsreihe irgendwann wieder auf Präsenz umstellen zu können, aber danach sieht es ja nicht aus. Die Hinweise zu den verschiedenen Möglichkeiten, hier dabei zu sein, lasse ich weg, weil Senckenberg Live und YouTube leider heute ja nicht klappen. Hier im Webinar stellen alle Anwesenden bitte ihre Fragen, indem sie einfach im Chat unter bei Versenden an Fragen hier stellen auswählen und dann ihre Frage eintragen. Am besten nicht während oder gerne während des Vortrags. Wir werden die dann aber im Anschluss in einer Fragerunde aufgreifen und diskutieren. Die Studierenden, die eine Teilnahmebestätigung möchten, bitte ich, sich mit vollem Klarnamen anzumelden beziehungsweise in diesen umzubenennen, damit wir sehen können, dass sie da sind. Außerdem noch der Hinweis, dass der Vortrag ja aufgezeichnet wird und anschließend unter senckenberg.de live und auf der Vortragswebseite zur Verfügung steht. Sie können ihn dann auch noch weiterempfehlen. Er wird dann ja von denen, die uns heute verloren gegangen sind, auf YouTube dann noch anzuschauen sein. Hier nochmal ein schneller Blick auf die ganze Reihe. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte angekommen. Gehen noch im nächsten Jahr bis in den Februar, haben da sehr schöne Vorträge, auch noch mal zwei weitere, heute mit dem heutigen noch einen weiteren Vortrag vom Geomar, mit dem wir ja eng kooperieren im Rahmen unserer neuen Meeresforschung und Tiefseeausstellung hier im Museum. Diese neuen Ausstellungen geben auch den thematischen Rahmen, weshalb wir uns entschlossen haben, eben diese Meeres- und Tiefsee-Vortragsreihe jetzt zu planen, um das auch inhaltlich etwas zu begleiten. Geomar ist bei der Ausstellung ein wichtiger Partner und eben hier auch in dieser Reihe. Ja, und damit all diese Informationen finden Sie auch unter www.senckenberg.de/blauer Planet in einem Wort. Wir haben das hier auch nochmal notiert und da können Sie sich jederzeit nochmal die Informationen holen. So, jetzt wollen wir aber eintauchen in das heutige Thema. Ich freue mich sehr, Dr. Sven Petersen rein virtuell zu begrüßen heute Abend. Er hat an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und der RWTH Aachen Mineralogie studiert, war anschließend 2 Jahre für den Geologischen Dienst Kanadas tätig, bevor er dann an der TU Bergakademie Freiberg promovierte. Dort war er dann auch unterbrochen von einer Station am Umweltforschungszentrum Halle als Wissenschaftler tätig, bevor er 2004 ans Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel wechselte, wo er auch heute im Forschungsbereich Dynamik des Ozeanbodens forscht. Sein Hauptfokus liegt dabei darauf, wie submarine Hydrothermalsysteme entstehen und sich entwickeln, auf toxischen Metallen in der marinen Umwelt, auf der Rohstoffgewinnung aus dem Meer und der Nutzung autonomer Unterwasserfahrzeuge in der Forschung. Er hat dafür schon an 35 Forschungsfahrten an allen Weltmeeren teilgenommen. Ja, und schön, dass er heute für uns Zeit hat. Ich nehme an, die Corona-Pandemie hat auch Ihre Fahrtenplanung etwas ausgebremst und Sie sind jetzt wahrscheinlich mehr an Land als sonst. Was uns freut, so können wir Sie heute dabei haben und ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Also kann ich gleich was zu sagen. Ich war noch nie so lange nicht auf See wie in den letzten Jahren. So, ich versuche mal, mein Screen zu teilen. In der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Wunderbar. Gut. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Das ist ja leider sehr schade, dass wir uns nur so sehen können. Gerade so eine Veranstaltungsreihe lebt ja davon, die Interaktion zwischen dem Vortragenden und dem Publikum zu haben. Das fällt ja leider aus. Aber vielleicht kann man das ja in der Zukunft irgendwann nochmal nachholen.
Worüber ich heute berichten möchte, sind Rohstoffe aus der Tiefsee, mögliche Zukunft oder Science Fiction. Und ich möchte Sie zum einen in die Tiefsee entführen, aber gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein gewisses Gespür für Ihren eigenen Rohstoffbedarf zu geben. Und möchte das mit einer ganzen Reihe von Folien am Anfang machen, bevor wir uns dann wirklich in die Tiefsee begeben. Rohstoffgewinnung in der Tiefsee hat immer auch Umweltauswirkungen. Diesen Themenbereich werde ich relativ gering halten, weil in dieser Reihe Dr. Matthias Heckel später noch einen ausführlichen Vortrag halten wird und dann auf diese Umweltbeeinträchtigung eines möglichen Bergbaus eingehen wird. Eventuell gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die im Laufe des Vortrags aufkommen, die nicht in den Chat gehen sollen. Sie können mich auch gerne unter die E-Mail-Adresse, die hier gegeben ist, spetersen@geomar.de anschreiben und dann versuche ich relativ zügig zu beantworten. In medias res. Ich möchte Sie bitten, jeder für sich sich einmal Gedanken zu machen, was er an Rohstoffen benötigt. Ich habe hier eine Liste von Rohstoffen mal aufgeschrieben. Sand und Kies, Kohle, Stahl, Zement, Aluminium, Kupfer, Zink und Blei. Ich möchte Sie trotzdem bitten, einen dieser Rohstoffe sich mal rauszunehmen und sich zu überlegen, was er meint im Laufe seines hoffentlich sehr langen Lebens, gehen wir mal von 78 bis 80 Jahren aus, von diesem Rohstoff verbraucht. Wie viel Stahl meinetwegen eine Person in der Bundesrepublik Deutschland, sollte ich dazu sagen, im Laufe seines Lebens verbraucht? Wie viel Aluminium verbraucht eine Person? Das sind die Zahlen, die statistisch gesehen jeder von Ihnen im Jahre 2008 im Laufe seines Lebens verbraucht hat. 245 Tonnen Sand und Kies, natürlich überwiegend für Bautätigkeiten, 235 Tonnen Kohle, 40 Tonnen Stahl, 27 Tonnen Zement, 3 Tonnen Aluminium, immer noch 2 Tonnen Kupfer, etwas Zink und Blei und auch viele, viele andere. Jeder von Ihnen benötigt jede Menge Rohstoffe. Ihre ganze Umgebung ist von Rohstoffen oder mit Rohstoffen umgeben und von Ihnen gebaut. Die Zahlen von 2008 sind mit Sicherheit als Minimum anzusehen, da zum einen unser Rohstoffverbrauch zugenommen hat. Wir sind älter geworden im Schnitt und zum Beispiel unser Wohnraum ist pro Person stark gestiegen in den letzten 10 Jahren. Also jeder von uns braucht Rohstoffe und ein Rohstoffabbau bedeutet natürlich Umweltauswirkungen. Wenn man die Statistik sich anguckt, weltweit verbraucht die Menschheit circa 50 Milliarden Tonnen Material jedes Jahr. Um Ihnen das mal vor Augen zu führen, habe ich hier ein Bild hingetan. Das ist eine Kupferlagerstätte im Norden der Vereinigten Staaten von Amerika, Bingham Canyon. Aus diesem Loch wurden 2 Milliarden Tonnen Material bisher entnommen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, hier unten ist eine Eisenbahn mit 20 Güterwaggons. Einmal zum Vergleich, was für ein Riesenloch das ist. Von solchen Löchern brauchen wir 25 pro Jahr. Allein um unsere Häuser zu bauen, unsere Straßen zu bauen, Autos zu bauen, Handys, Fernseher, you name it. Also ein ungemeiner Mengenverbrauch an Material, der natürlich irgendwo herkommen muss. Ich möchte eine Reihe von Fakten und Mythen noch kurz ansprechen. Die Älteren von Ihnen werden sich vielleicht noch an das Jahr 1972 erinnern. Damals wurde das Buch Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome veröffentlicht. Und da wurde relativ pessimistisch darauf hingewiesen, dass die Grenzen des Wachstums in naher Zukunft erreicht sein werden, unter anderem deswegen, weil ein Ende der Rohstoffe kurz bevorstehen würde. Das beruht in erster Linie auf dem Begriff der Static Lifetime oder statische Reichweite, die in diesem Buch benutzt wurde. Dabei handelt es sich um einen Wert, bei dem die Reserven eines bestimmten Metalls, sagen wir einmal die Menge an Kupfer, die wir weltweit kennen,
einfach durch die jährliche Bergbauproduktion dieses Metalls geteilt worden ist. Damals, 1972, hieß es, dass die Kupfervorräte insgesamt nur noch etwa 40 Jahre reichen und damit in etwa gegen 2010 zur Neige gehen würden. Die meisten von Ihnen können sich vorstellen, dass wir immer noch Stromleitungen legen. Also Kupfer ist uns mitnichten ausgegangen. Das liegt einfach daran, dass unter anderem auch der Bericht des Club of Rome die technischen Möglichkeiten weit unterschätzt hat, die bei der, zum Beispiel bei der Gewinnung von Erzen aus dem Boden gemacht worden sind. Diese Übersicht stellt einmal die statische Reichweite für das Metallkupfer, nur exemplarisch gesehen, dar in den Jahren von 1995 bis 2019, dem Jahr, für das die letzten Zahlen zur Verfügung stehen. Ich sagte vorhin, 1972 etwa 40 Jahre. Und Sie können sehen, da gibt es zwar Schwankungen, aber gerade in den letzten Jahren ist das der Wert der statischen Reichweite für Kupfer immer noch bei einem Wert von 40 Jahren. Also auch heute noch, 50 Jahre später, reichen die Kupferlagerstätten, die wir an Land kennen, für weitere 40 Jahre. Das liegt daran, dass wir aufgrund von Verbesserungen in der Technologie geringere Gehalte an Erzen abbauen können und die Aufbereitungstechniken sich entwickeln. Es muss aber dazu gesagt werden, dass die Metallgehalte in den Erzen weltweit sinken. Wir bauen also immer niedrigere Erzgehalte ab. Während man, sagen wir mal, in den 1960er und 70er Jahren etwa 1 bis 2% Kupfer in einem Erz abgebaut hat, also 89% Abfall, 2% Erz, das Kupfererz, baut man heute sehr häufig Lagerstätten ab, in denen 0,5 oder sogar nur 0,4% Kupfer im Erz enthalten sind. Das bedeutet natürlich, dass der Energieverbrauch und auch der Raum- und Flächenverbrauch stark ansteigt. Nichtsdestotrotz, wir haben auch noch für viele Jahrzehnte in der Zukunft genug Kupfer, um den derzeitigen steigenden Verbrauch abzudecken. Es gibt weitere Gründe, warum wir in Zukunft eher mehr Metalle verbrauchen werden als weniger. Zum einen gehört dazu das Steigen der Weltbevölkerung auf ca. 9,7 Milliarden Personen im Jahr 2050 und das Festlegen der nachhaltigen Entwicklungsziele über die Vereinten Nationen benötigen weiterhin einen primären Bergbau. Des Weiteren versuchen wir, einen Wechsel zu sogenannten grünen Technologien vorzunehmen. Leider ist es so, dass viele dieser grünen Technologien nicht weniger Metalle benötigen, sondern eher mehr Metalle benötigen. Das trifft zum Beispiel auch wieder für das Kupfer zu. Jedes elektrische Auto hat in etwa 2-mal mehr Kupfer als ein normales benzingetriebenes Auto. Wir brauchen jede Menge zurzeit Kobalt-Lithium-Batterien. Wir brauchen für eine Megawatt Windparkanlage, insbesondere für Offshore-Windparks, 12-mal mehr Kupfer als für die Standardenergiegewinnung an Land. Und wir benötigen zum Beispiel für eine von diesen Windturbinen, die Sie links sehen hier, diese Offshore-Windparkanlagen, eine Tonne der sogenannten seltenen Erden pro Windrad. Zurzeit gewinnen wir den größten Teil oder 99,99% aller Metalle, die wir benutzen, gewinnen wir an einer sehr kleinen Fläche unseres Planeten, der Landfläche. Hier nehmen aus verschiedenen Gründen, gehe ich gleich nochmal drauf ein, die Landnutzungskonflikte zu, eben weil wir auch deutlich mehr Personen werden im Laufe der Dekaden. Also die Fläche, die für einen Bergbau zur Verfügung steht, wird an Land immer geringer werden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Jahr 2010. 2010 hat China den Export der sogenannten seltenen Erden eingestellt und damals die Weltwirtschaft in eine unmittelbare Krise gestürzt. Dazu muss man wissen, dass die seltenen Erden eigentlich nicht selten sind. Sie sind sogar relativ häufig. Sie waren nur zu den Zeiten, also vor 150 Jahren, als sie entdeckt worden sind, sehr schwer chemisch darzustellen. Auch heute noch wird Bergbau auf sogenannte seltene Erden nur in wenigen Ländern gemacht, zum Beispiel in China. Wenn also ein solches Land den Zugriff auf diese Metalle einschränkt, führt das zu dramatischen
Wirkung in der westlichen Welt, wo wir nicht auf solche Rohstoffvorräte zurückgreifen können. Zu der Zeit haben sich viele Länder und Politiker und andere Gruppen Gedanken gemacht, wie sie eine sichere Rohstoffversorgung in Zukunft sicherstellen können. Hier ist einmal aufgetragen, das Risiko von bestimmten Metallen für die Versorgung, also wie einfach oder schwierig ist es, diese Metalle auf dem Weltmarkt zu bekommen. Einfach bei niedrigen Zahlen, relativ schwer bei hohen Zahlen. Und wie bedeutend ist ein jeweiliges Metall? Und Sie können in diesen roten Elementen sehen, das sind alles diese sogenannten kritischen Metalle. Dazu gehören die sogenannten seltenen Erden, Platingruppen, Metalle, Niob, Wolfram und eine ganze Reihe von anderen Stoffen. Um also eine sichere Rohstoffversorgung in Zukunft sicherzustellen, wird nach Alternativen für diese Rohstoffversorgung mit diesen kritischen Metallen gesucht. Das kann sich relativ schnell ändern. Ich habe vorhin erwähnt, wir brauchen Kobalt und Lithium für unsere elektrischen Autos. Das ist derzeit richtig, aber gerade im November diesen Jahres haben Forscher in Deutschland vom Fraunhofer-Institut eine Batterien vorgestellt, die auf einer gänzlich anderen Metallen beruhen. Auch zum Beispiel Tesla stellte vor kurzem neue Batterien vor, die andere Metalle benötigen. Also wir leben im Moment in einer Zeit, in der der planbare Bedarf von Rohstoffen sich sehr, sehr schnell ändern kann, was natürlich dann auch Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Lagerstätten hat. Das kann mit unter 10 oder 20 Jahre dauern, bis eine Lagerstätte in Produktion gehen kann. Gerade in der heutigen Zeit bei der Batterietechnik kann es sein, dass während Sie versuchen, die Rohstoffversorgung mit Kobalt sicherzustellen, die Autos schon gar keine Kobaltbatterien mehr benötigen. Das hilft natürlich den Lagerstätten im Land und im Marienbereich auch nicht unbedingt. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten, wie wir die Metalle gewinnen können. Dazu gehören zum einen das Recycling. Aufgrund der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und aufgrund der weiter steigenden Weltbevölkerung wird Recycling auf absehbare Zeit nicht reichen, um den Rohstoffbedarf der Welt zu sichern. Wir benötigen also weiterhin primäre Rohstoffgewinnung. Das machen wir zum einen an Land und ein Beispiel habe ich hier gegeben. Das ist ein Regenwald, der gerodet wird, um in diesem Fall Nickel zu gewinnen. Auch das brauchen wir zum Beispiel für elektrische Autos. Wir könnten aber auch zum Beispiel auf einen Marienbergbau umsteigen oder den zusätzlich machen. Aber auch hier hat es auf jeden Fall eine Umweltbeeinflussung. Wir müssen dann als Gesellschaft entscheiden, in welchem Bereich und welche Art von Umweltbeeinflussung wir erlauben wollen, um die Rohstoffe und die Metalle zu gewinnen, die wir für unsere gesellschaftliche Entwicklung meinen zu brauchen. Natürlich könnte man in Zukunft auch Bergbau im Weltraum machen, aber das ist wahrscheinlich eher etwas für einen Vortrag in 20, 30 Jahren. Wie vorhin gesagt, die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass wir ca. 9,7 Milliarden Menschen in 2050 sein werden. Und damit ergibt sich einfach die Frage, ob die Ozeane zur Nahrungsenergie und Rohstoffversorgung für die nächsten Generationen beitragen können. Von welchen mineralischen Rohstoffen sprechen wir? Das sind die drei Rohstofftypen, die ich heute kurz vorstellen möchte. Zum einen handelt es sich um Manganknollen, eine relativ große Manganknolle, größer als sie typischerweise am Meeresboden auftreten, ist hier unten gezeigt. Diese Manganknollen bilden sich auf sedimentbedeckten Tiefseeebenen in Wassertiefen jenseits der 3000 Meter. Zum anderen handelt es sich um kobaltreiche Krusten. Diese Krusten wachsen über sehr lange Zeiträume an den Flanken alter Vulkane. Die ökonomisch interessantesten Vorkommen finden sich in Wassertiefen zwischen 800 und 2500 Metern. Und als letztes noch der Rohstoff, von dem ich ursprünglich in meiner Bearbeitung herkomme, die sogenannten Massivsulfide oder schwarzen Raucherlagerstätten. Sie bilden sich an vulkanisch aktiven Plattengrenzen in Wassertiefen, irgendwo zwischen 300 und 5000 Meter Wassertiefe. Wem gehören die Rohstoffe? Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil das ist kein rechtsfreier Raum. Die Ozeane bedecken eine gewaltige Fläche unseres Planeten, ca. 71%. Das sind immer noch 361 Millionen Quadratkilometer.
Davon ist ein relativ großer Bereich, 41%, bereits durch die ausschließlichen Wirtschaftszonen der Länder abgedeckt. Das sind alle diese Bereiche, die mit diesen hellen Linien umrandet sind. Hier sind also die jeweiligen Nationen für eine Rohstoffgewinnung in der Tiefsee verantwortlich. Dazu kommen noch Erweiterungen oder Anträge auf die Erweiterung des Kontinentalhangs oder des Festlandsockels. Das sind die orange ausgehaltenen Bereiche, die schließen sich jeweils an die ausschließlichen Wirtschaftszonen an und werden überwiegend gestellt, um in diesen Bereichen auf Erdöl und Erdgas zu explorieren. Aus den Zahlen können Sie sehen, dass etwa 50% davon nicht betroffen sind. Dieser Rest nennt man The Area. Und das ist der Bereich, in dem eine Unterbehörde der Vereinten Nationen für die Rohstoffe in der Tiefsee zuständig ist. Das ist die sogenannte Internationale Meeresbodenbehörde, die 1982 ins Leben gerufen wurde und 1994 dann in Jamaika offiziell eröffnet wurde. Da gibt es eine sogenannte Assembly, ein Council, in dem die Mitglieder diskutieren und zu dieser Behörde, die sich der Nutzung der Rohstoffe vom Meeresboden verschrieben hat, gehören auch 92 Beobachterorganisationen an, dazu 30 Nichtregierungsorganisationen. Bei dieser Behörde können Anträge auf die Nutzung des Meeresbodens gestellt werden. Da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Fangen wir an mit dem ersten Rohstoff, den ich vorstellen möchte. Das ist ein wunderschönes Bild von einem Manganknollenfeld. Die Manganknollen hier sind wahrscheinlich faustgroß in etwa. Und wie Sie sehen können, ist ein großer Bereich des Meeresbodens relativ dicht mit diesen Manganknollen belegt. Sie können hier auch sehen, dass Fauna relativ gering ausgeprägt ist in diesen Bereichen. Das könnte natürlich daran liegen, dass ich Lagerstättenkundler bin und natürlich ein Bild ausgewählt habe, wo keine Kaltwasserkorallen und keine Schwämme sind. Das tritt vielleicht ein bisschen zu, aber große Bereiche in diesen Manganknollenfeldern zeigen selten Faungemeinschaften auf. Wie gesagt, diese Manganknollen bilden sich auf den Sedimenten bedeckten Tiefseeebenen. Die Knollen wachsen auf dem Sediment und beziehen die Metalle aus dem Porenwasser der Sedimente, die hier liegen, oder aber aus dem Meerwasser selbst. Die Manganknollen wachsen sehr, sehr langsam, sind also kein nachwachsender Rohstoff, ein Begriff, den man häufiger in der Presse liest. Sie wachsen also 5 mit 20 Millimeter pro Million Jahre. Also eine Manganknolle, die etwa 4 cm Durchmesser hat, braucht mehrere Millionen Jahre, um diese Größe zu erreichen. Dabei wachsen die einzelnen Lagen, wie hier rechts gezeigt, um einen sogenannten Nukleus. Bei diesem Nukleus kann es sich um ein Gesteinsbruchstück handeln. Sehr oft sind es auch sehr harte Haifischzähne oder auch ältere Manganknollen. Diese Manganknollen enthalten neben den Mangan und Eisen, das sind die Hauptkomponenten oder die Hauptmetallkomponenten, die enthalten sind, auch Kupfer, Nickel und Kobalt. Und das sind diese drei Elemente, weswegen die Manganknollen schon vor mehreren Jahrzehnten in den Fokus der Wissenschaft gerückt sind. Wenn Sie sich das Bild vergegenwärtigen, ist relativ einfach nachvollziehbar, dass es sich bei diesen Manganknollen um zweidimensionale Vorkommen handelt. Es sind also flächige, riesige Bereiche, in denen das Erz nur in einer relativ dünnen Schicht am Meeresboden vorkommt. Gucken wir mal, ob der Video läuft. Startet nicht. Okay, hier wäre ein sehr schöner Video gewesen, der Ihnen die Manganknollen in einer Videofrequenz einmal zeigt. Aber Sie können zum Beispiel hier sehen, das ist ein großer Bereich des Meeresbodens, der dicht an dicht mit allerdings relativ kleinen Manganknollen bedeckt ist. Wie bereits gesagt, sind die Metalle, die man aus den Manganknollen gewinnen möchte, überwiegend das Nickel, das Kupfer und das Kobalt. In reichen Vorkommen machen diese drei Metalle zusammen etwa 2 bis 3% der Manganknolle aus.
Ein Großteil der Manganknolle wird aus Mangandioxiden gebildet, Eisen ist vertreten und der große Rest sind Sauerstoffverbindungen, Silikatverbindungen, die man nicht als Metalle gewinnen möchte, die aber zumindest in neueren Konzepten als Schlacke ebenfalls verkauft werden können, zum Beispiel als Unterbau vom Straßenmaterial oder für die Beschotterung von Wasserstraßen, wo dieses schwere Material gegen Wellenschlag schützen kann. Wenn wir uns die chemische Zusammensetzung von Manganknollen ansehen, sehen wir, dass es regional durchaus Unterschiede gibt. Ich habe hier einmal eine durchschnittliche Zusammensetzung für Manganknollen aus dem Atlantik, dem Indischen Ozean und dem Pazifik aufgeschrieben. Die Zahlen müssen nicht weiter interessieren, aber man kann deutlich sehen, dass die Knollen aus dem Pazifik insgesamt deutlich höhere Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte haben und mit einer im Schnitt Summe über 2% an diesen Metallen wirtschaftlich die interessantesten Vorkommen bilden. Wenn wir uns die geologischen Umgebungen angucken, in denen Manganknollen sich bilden, hat eine ganze Reihe von Personen, unter anderem Jim Hine vom Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten, Gebiete festgelegt, in denen das Potenzial für das Auftreten wirtschaftlich interessanter Manganknollen am größten ist. Diese Bereiche sind hier mit diesen hellblauen Farben gekennzeichnet. Die bedeutendsten davon sind das sogenannte Penrhyn Basin hier im Südwestpazifik, insbesondere innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Cook-Inseln, das sogenannte Peru-Becken westlich von Südamerika und insbesondere die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone, CCZ, zwischen Hawaii und Mexiko, die wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken wollen. Diese auf den ersten Blick etwas komplizierte Karte zeigt die Clarion-Clipperton-Zone, ein Bereich zwischen zwei großen Bruchzonen in den Ozeanen, die namensgebende Clipperton- und Clarion-Bruchzone. Hawaii hier im Westen und die Küste von Mexiko hier im Osten. Die Karte zeigt in grün sogenannte Erkundungslizenzen. Hier sind Länder oder Industriekonsortien an die internationale Meeresbodenbehörde herangetreten und haben Erkundungslizenzen beantragt. Das sind, wie gesagt, Erkundungslizenzen. Es gibt derzeit keine Abbaulizenzen in der Tiefsee. Auch Deutschland hält eine Erkundungslizenz, die ist zweigeteilt, einmal hier im östlichen Bereich und im westlichen Bereich. Deutschland hält also 75.000 Quadratkilometer, die im Laufe von mindestens 15 Jahren auf ihr Rohstoffpotenzial hin untersucht werden. Die Farbkarte im Hintergrund zeigt die Manganknollendichte, die für diesen Bereich abgeschätzt worden ist. Das reicht von weniger als 2 Kilogramm Manganknollen pro Quadratmeter, muss das heißen, Entschuldigung, in den blauen Bereichen bis über 20 Kilogramm pro Quadratmeter in den orangenen und roten Bereichen. Man geht davon aus, dass mindestens 10 Kilogramm für einen Bergbau, für einen möglichen Bergbau vorhanden sein müssen. Das erklärt natürlich die Lage der verschiedenen Erkundungslizenzen in diesem Gürtel mit relativ hohen Manganknollendichten. Insgesamt erstreckt sich diese Clarion-Clipperton-Zone von Hawaii bis Mexiko und umspannt ein Areal von mindestens 9 Millionen Quadratkilometern. In dieser gesamten Fläche treten mindestens 7 Milliarden Tonnen Mangan auf, mehrere hundert Millionen Tonnen Nickel, mehrere hundert Millionen Tonnen Kupfer und ebenfalls sehr viel Kobalt. Selbst wenn der größte Teil davon nicht abbaubar wäre, aufgrund verschiedenster Gründe, dass die Manganknollendichte zu gering ist, dass die Hangneigung zu hoch ist für die Abbaugeräte, die genutzt werden können. Also man geht davon aus, dass immerhin noch 300.000 Quadratkilometer möglicherweise gewinnbares Material enthalten. Und hier sind die Gehalte der jeweiligen Metalle
aufgeschrieben. Wenn wir das mit der jährlichen Produktion an Land vergleichen, kann man sehen, dass immer noch 70 Jahre oder für 70 Jahre wir genügend Mangan alleine aus der CCZ gewinnen könnten. Wir könnten genug Nickel für die nächsten 30 Jahre aus der CCZ gewinnen, 2,5 Jahre Kupfer und für 70 Jahre Kobalt. Das soll Ihnen verdeutlichen, dass es sich hierbei um eine Ressource handelt, die für die globale zukünftige Rohstoffversorgung von Bedeutung sein könnte. Nicht sein muss, aber zumindest sein könnte. Dass die Flächen gewaltig sind, sieht man auch an dieser Karte. Wenn wir diese Erkundungslizenzen über Europa legen, würden diese Lizenzgebiete von Portugal bis knapp an den Ural reichen. Also es sind wirklich riesige Gebiete, von denen wir hier sprechen. Wie könnten zukünftige Manganknollenabbaugeräte aussehen? Das ist ein Cartoon, der in etwa zeigt, wie weit Deutschland mit seinen Abbautechnologien ist. Das sind sogenannte Crawler, die am Meeresboden entlang fahren. Diese Crawler hätten vermutlich eine Breite von mehreren Zehner Metern und die Manganknollen vom Meeresboden aufsammeln. Andere Länder sind deutlich weiter in der Entwicklung von Abbautechnologien. Dazu gehört zum Beispiel Holland, Belgien, aber auch die Vereinigten Staaten. Und ich vermute mal ganz stark, dass dieser Video auch wieder nicht funktioniert, was er beim Testen gestern noch gemacht hat. Hier hätten Sie sehr schön jetzt ein Video sehen können, der Ihnen das vergegenwärtigt, wie diese Kollektoren auf dem Meeresboden in Zukunft fahren könnten. Das Besondere an diesem Bild ist, dass hier tatsächlich mal das Aufwirbeln von Sedimenten gezeigt wird. Wenn ich ein Bild zurückgehe, hier werden Sie sehen, hier sammeln diese Kollektoren die Manganknollen ein. Es kommt aber nicht zu einem Aufwirbeln vom Sediment, zumindest nicht in diesem Cartoon. Das ist natürlich nicht ganz richtig, sondern es wird massiv zu einer Aufwirbelung von Sedimenten führen. Das ist eine der Hauptumweltbeeinträchtigungen, die ein Abbau von Manganknollen in Zukunft haben könnte oder haben würde. Na, doch, bewegt sich doch, aus welchen Gründen auch immer. Also das zeigt einen Manganknollenkollektor, der über den Boden fährt. Sie sehen, dass einige Manganknollen liegen gelassen werden. Das ist sehr wahrscheinlich. Der Meeresboden, das Sediment wird verdichtet. Wir sehen auch die Sedimentwolke, die hier nur mehrere Zehnermeter sich zur Seite bewegt. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass das bis zu mehreren hundert Metern zur Seite reichen würde. Also die Auswirkungen der Sedimentplumen deutlich größer wären, als sie hier vielleicht sogar gezeigt werden. Kommen wir zurück auf die Gebiete mit dem größten Potenzial für möglicherweise ökonomische Manganknollen. Diese Gebiete, die hier in hellblauen Farben gekennzeichnet sind. Wie gesagt, diese Clarion-Clipperton-Zone hat wahrscheinlich schon alleine mehrere Milliarden Tonnen an Manganknollen. Das führt oftmals dazu, dass alle wissenschaftlichen Forschungen sich in diesem Bereich konzentrieren. Um aber die Frage zu beantworten, ob die Ozeane die zukünftige Rohstoffversorgung sicherstellen könnten oder einen Teil dazu beitragen können, muss man das gesamte Potenzial der Ozeane verstehen und untersuchen. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt, weil der größte Teil der Ozeane bisher kaum untersucht ist. Das möchte ich in einem Beispiel mal vorführen. Das ist eine Kampagne, die 2016 von japanischen Kollegen gemacht worden ist. Da ist bei der Untersuchung der ausschließlichen Wirtschaftszone um eine Insel herum, wo niemand mit Manganknollen gerechnet hat, über riesige Flächen dicht an dicht Manganknollen gefunden worden. Also zusätzlich zu den Gebieten, die wir als häufig identifiziert haben, mag es in den Ozeanen weite Bereiche geben, in denen ebenfalls Manganknollen auftreten, wo wir die chemische Zusammensetzung noch gar nicht kennen. Wir können also die Frage, ob wir an den richtigen Orten überhaupt suchen, noch nicht abschließend beantworten. Kommen wir zum zweiten Rohstoff. Das sind diese kobaltreichen Mangankrusten an den Hängen submariner Vulkane.
Das Wachstum dieser Krusten, die auf einem Substrat aufsitzen, wie man hier sehen kann, das Nebengestein ist hier unten und wir haben hier mehrere Zentimeter einer kobaltreichen Mangankruste. Diese Krusten wachsen noch langsamer als die Manganknollen, 1 bis 5 Millimeter pro Million Jahre, überwiegend aus den im Meerwasser gelösten Metallen. Von Interesse sind dort hauptsächlich Kobalt und Nickel und wie vorhin bereits erwähnt, die ökonomisch größten, interessantesten Vorkommen bilden sich in Wassertiefen zwischen 800 und 2500 Meter Wassertiefe. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Vulkan und man sieht auch schon an dem Bild in dem Hintergrund zum einen, dass es sich ebenfalls wie bei den Manganknollen um ein zweidimensionales Vorkommen handelt, aber das ein möglicher Bergbau auf solchen Mangankrusten vor ungleich größeren technologischen Schwierigkeiten steht, als die Manganknollenvorkommen auf den flachen Tiefseeebenen. Die Geräte, die hier die steilen Hänge hochfahren, die müssen erst entwickelt werden. Das wird vermutlich nicht so einfach sein. Darüber hinaus müssen wir diese Krusten auch relativ rein von dem Substrat abtrennen, um unsere Erzmetalle nicht zu verdünnen mit dem Abraum. Typische Gehalte von Mangankrusten, ähnlich wie bei den Manganknollen, aber insbesondere hier die durchaus höheren Kobaltkrusten, die gerade aufgrund der derzeitigen Technologieentwicklung für elektrische Autos einen gesuchten Rohstoff darstellen könnten. Wo finden wir solche Mangankrusten? In Rot hier sind wieder Flächen ausgehalten, in denen bisher bekannte Mangankrusten mit ökonomischen Metallgehalten vorkommen. Da ist zum einen zu nennen oder die bedeutendste Zone die sogenannte Prime Crust Zone im westlichen Pazifik. Das liegt unter anderem daran, dass hier die älteste ozeanische Kruste auftritt. Wenn das mehrere Millionen Jahre pro Millimeter dauert, bis diese Mangankrusten wachsen, ist klar, dass sich größere oder dickere Krusten nur in den älteren Bereichen der Ozeane bilden. Und hier finden sich ozeanische Kruste, also neuer Meeresboden mit mehreren Zehner oder 100 Millionen Jahre Alter, die also die Möglichkeit haben, dicke Krusten zu bilden. Es gibt bisher 5 Erkundungslizenzen, die bei der Internationalen Meeresbodenbehörde gestellt worden sind. Dazu gehören 4 in diesem Bereich im westlichen Pazifik von Japan, Korea, Russland und China. Darüber hinaus hat Brasilien eine Erkundungslizenz vor der Küste Brasiliens. Bei allen Lizenzen handelt es sich um Erkundungslizenzen. Es gibt keine Abbaulizenzen für diesen Rohstoff in der Tiefsee. Auch hier gilt wieder die Frage, können wir etwas über das globale Rohstoffpotenzial aussagen? Bei den Mangankrusten trifft es noch mehr zu als bei den Manganknollen, weil erst seit wenigen Jahren intensiv in diesem Bereich geforscht wird. Der größte Teil des Meeresbodens ist praktisch unerforscht. Wenn wir auf ältere Publikationen zurückgreifen, sehen wir hier die chemische Zusammensetzung von Krusten in diesem Bereich der Prime Crust Zone mit durchschnittlichen Kobaltgehalten von immerhin 0,6%, 0,4% Nickel, sehr wenig Kupfer. Also das wird niemals ein Rohstoff werden, den wir primär für die Kupfergewinnung haben wollen. Publizierte Analysen aus dem Indischen Ozean und dem Atlantik würden nahelegen, dass man in diesen Bereichen gar nicht zu suchen braucht. Gott sei Dank halten sich Wissenschaftler nicht an diese Vorgaben. Vor wenigen Jahren haben spanische Forscher innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone von Spaniens kobaltreiche Krusten gefunden auf der sogenannten Galicia-Bank und hier Gehalte, ungewöhnlich hohe Kobaltgehalte von knapp 1,8 Gewichtsprozent Kobalt gefunden in Bereichen, die vorher als nicht würdig angesehen worden sind. Auch hier stellt sich also wieder die Frage, ob wir überhaupt in den richtigen Bereichen suchen. Kommen wir jetzt zum letzten Rohstoff, den sogenannten schwarzen Rauchern. Und hier sehen Sie ein sehr schönes Beispiel eines schwarzen Rauchers. Der schwarze Rauch, der hier rauskommt mit Temperaturen jenseits von 300 Grad Celsius,
war der namensgebende Faktor, weil der an Industrieschornsteine in der Industrie erinnert hatte. Sie sehen hier im Hintergrund einen Sulfidhügel, der aus Material besteht, das eine deutlich andere chemische Zusammensetzung hat. Und da kommen wir gleich zu einem der Hauptprobleme, den dieser Rohstoff hat. Er ist chemisch gesehen sehr heterogen. Wenn ich diesen schwarzen Raucher hier abbreche, da können wir Gehalte von Kupfer von 30 Gewichtsprozent erreichen, vielleicht 10, 20 Gramm pro Tonne Gold. Allerdings handelt es sich ja nur um Stücke, die wenige Dezimeter groß sind, während der große Bereich hier im Hintergrund aus einer Eisenschwefelverbindung besteht, die niemand abbauen möchte. Also wir haben es mit lokal sehr großen chemischen Heterogenität zu tun und je nachdem, ob ich eine Probe hiervon nehme oder hiervon nehme, ist die Wirtschaftlichkeit sehr, sehr unterschiedlich. Diese Vorkommen bilden sich an sogenannten Spreizungszonen, dort, wo neuer Meeresboden gebildet wird. Das Wachstum ist deutlich schneller als bei Manganknollen und Kobaltkrusten. Wir rechnen mit mehreren hundert oder tausend Tonnen pro Jahr. Aber immer noch würde der Aufbau einer Lagerstätte, die man vielleicht abbauen möchte, dafür benötigt man mindestens, sagen wir mal, 2 bis 10 Millionen Tonnen, würde mehrere Tausende von Jahren dauern. Also auch dies ist kein nachwachsender Rohstoff, zumindest nicht, wenn wir von der Lebenszeit eines normalen Menschen ausgehen. Die Metalle, die hier von wirtschaftlichem Interesse sind, sind andere als bei Manganknollen und Kobaltkrusten. Es sind überwiegend Kupfer, Zink, Gold und auch Silber. Wie gesagt, regional und auch lokal chemisch sehr, sehr variabel. Es ist für uns ein leichtes, diesen schwarzen Rauch in der Wassersäule zu finden, zu detektieren. Aber oftmals sind diese Vorkommen, die wir aufgrund dieser Techniken finden, gerade erst in der Entwicklung. Das heißt, sie sind sehr jung und sehr oft sehr, sehr klein. Die meisten Vorkommen, die wir kennen, das sind etwa 600 zurzeit, sind so groß wie Sie und ich. Das heißt, sie sind niemals wirtschaftlich von Interesse. Die meisten Vorkommen, die wir kennen, sind zu klein, um jemals abgebaut zu werden. Das mag für einige wenige nicht gelten, aber die große Mehrzahl der bekannten Vorkommen ist zu klein, um jemals in Gefahr zu sein, einen Abbau zu erleben. Es sind auch im Gegensatz zu Manganknollen und Kobaltkrusten dreidimensionale Vorkommen. Wir müssen aufgrund der Dicke dieser Vorkommen Informationen aus der Tiefe haben. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Unsere Forschung, sowohl bei Knollen, Krusten als auch Massivsulfiden, geht nicht ohne Schiffe. Und Frau Krohmer hat vorhin erwähnt, Corona macht uns da auch einen Strich durch die Rechnung. Alle Forschung außerhalb der Ostsee, Nordsee und des nördlichen Atlantik ist uns zurzeit nicht gestattet. Auch wir haben einige Forschungsfahrten verloren, die angehalten worden sind und verschoben wurden in die Zukunft, also vielleicht statt dieses und nächstes Jahr erst 2023 oder 2024 stattfinden. Geräte, die wir einsetzen, um solche schwarzen Raucher zu untersuchen, sind auch solche Tauchroboter. Unser ROV Kiel 6000 mit dem Namen wird bereits gesagt, dass es bis 6000 Meter Wassertiefe einsetzbar ist. Das ist gerade für diesen Rohstoff völlig ausreichend. Das Einzige, was wir nicht erreichen können, sind die Tiefseegräben, wie zum Beispiel den Marianengraben. Aber unsere Untersuchungen finden selten in diesen Bereichen statt. Da gibt es dann andere Tauchboote von anderen Nationen, die man dafür nutzen könnte. Schauen wir mal, ob der läuft. Leider nicht. Auch wieder ein Video, der schön zu zeigen gewesen wäre und gestern noch lief. Das ist ein schwarzer Raucher, der in den Hoheitsgewässern von Tonga gefunden wurde, hat einen Durchmesser von etwa einem halben Meter. Und man kann hier diese Rauchfahne sehen und ein Tauchroboter versucht gerade, eine Probe der Flüssigkeit zu nehmen, die hier rauskommt. Man kann hier so eine weißen Fahne erkennen. Daraus können wir abschätzen oder können wir sehen, dass die Flüssigkeit, die hier austritt, am Meeresboden kocht.
Da wir die Wassertiefe kennen, in der dieser schwarze Rauch hervorkommt, ca. 1160 Meter Wassertiefe. Und wenn man sich die Kochkurve von Salzwasser anguckt, könnte man das nachschauen oder eben messen, dass diese Austrittstemperatur hier ca. 325 Grad Celsius bedingt. Man sieht hier auch, interessanterweise, hier ist eine Schnecke, dass diese Faungemeinschaften relativ dicht an den Austrittsstellen herankommen, weil sich die heißen Fluide sehr schnell mit dem kalten Meerwasser vermischen. Wo finden wir solchen schwarzen Rauchervorkommen? Überall dort, wo neuer Meeresboden gebildet wird. Das findet überall dort statt, wo wir Plattengrenzen in den Ozean haben. Das ist zum einen hier der ostpazifische Rücken, der in den Indischen Ozean übergeht, und zwar in den südostindischen Rücken, den zentralindischen Rücken, südwestindischen Rücken und dann weitergeht in den Atlantik, südlichen Atlantik und zentralen Atlantik. All diese Punkte hier zeigen bereits beobachtete und beprobte schwarze Raucher, die meisten aktiv in roten Farben dargestellt, einige wenige auch inaktiv. Die Verteilung der bekannten Vorkommen ist: 3/4 sind aktiv und 1/4 sind inaktiv. Das liegt aber nur daran, dass wir Erkundungstechnologien überwiegend einsetzen, die in der Wassersäule nach diesen Partikelanomalien in der Wassersäule gucken, die die Temperaturunterschiede messen können oder chemische Anomalien detektieren können. Es fällt uns im Moment noch schwer, inaktive Vorkommen am Meeresboden zu finden. Unsere Arbeitsgruppe hat einmal hochgerechnet, wenn wir diese Bereiche entlang dieser Plattengrenzen alle bekannten Vorkommen hochrechnen würden, gäbe es hier in etwa 600 Millionen Tonnen Material zu fördern, wenn man alles, was man kennen würde, abbauen würde. Das wäre genug für ein Jahr derzeitigen Verbrauch an Kupfer und Zink. Also diese schwarzen Raucher werden niemals in der Zukunft den globalen oder einen Beitrag zur globalen Rohstoffversorgung liefern können. Dafür sind die bekannten Vorkommen zu klein. Es gibt auch andere Gründe, warum ein Bergbau wahrscheinlich oder sehr sicher nicht an solchen aktiven Hydrothermalsystemen stattfinden wird. Ich hatte gesagt, dass die aktiven schwarzen Raucher relativ klein sind. Sie haben darüber hinaus diese chemosynthetischen Lebensgemeinschaften, die unbedingt schützenswert sind. Und sie sind auch, da sie gerade erst im Bestehen begriffen sind, deutlich kleiner als ihre inaktiven Vertreter. Die sind durch den ganzen Prozess der Erzbildung bereits durchgegangen. Wir finden hier keine chemosynthetischen Lebensgemeinschaften mehr, was nicht bedeutet, dass es nicht hier trotzdem spezialisierte Lebensgemeinschaften gibt. Das muss dazu gesagt werden. Aber diese inaktiven Vorkommen haben ein größeres Potenzial, wenn wir wüssten, wie wir sie denn finden können. Möchte ich ein kurzes Beispiel geben. Typischerweise haben große Lagerstätten dieser Art einen Durchmesser von etwa 100 Metern. Ich habe hier eine Google Maps Karte von Kiel, leider nicht von Frankfurt. Und 100 Meter Durchmesser, das wäre in etwa das Fußballstadion, dem Holstein Kiel, derzeitig Spitzenreiter der zweiten Liga, muss ich natürlich erzählen, seine Heimspiele durchführt. Das Problem ist, dass wir Google Maps in der Tiefsee natürlich nicht zur Verfügung haben. Man kann hier sehen, solche Luftbilder oder auch Radarmessungen funktionieren nicht unter Wasser, sind blind im Wasser. Was wir nutzen können, sind akustische Methoden. Es gab relativ früh, vor knapp 100 Jahren, die Entwicklung eines Echolotsystems. Heutzutage sind die Ingenieure dazu übergegangen, Gott sei Dank, dass wir sogenannte Fächerecholote nutzen können, indem ein akustisches Signal zum Meeresboden ausgesendet wird und aufgrund der Zeit, die es dauert, vom Meeresboden reflektiert zu werden, können wir etwas über die Wassertiefe aussagen. In diesem unteren Bild sieht man eine Karte, die mit solchen Fächerecholotsystemen erstellt worden ist. Möchte ich darauf hinweisen, das war vor vielleicht vor 10, 20 Jahren die durchschnittliche Breite, die mit einem solchen Fächerecholotsystem kartiert werden konnte. Sie können sich vorstellen,
welche Zeit es gedauert hat, diese Karte in diesem Bereich mit einem Schiffsecholot zu erstellen, wenn jeder einzelne Schiffstrack nur die Breite meines Laserpunktes in diesem Bereich hat. Heutzutage können die Geräte einen etwas größeren, vielleicht 4-5 Mal breiteren Track abdecken, aber immer noch ist der Bereich, den wir damit abdecken können, sehr, sehr klein. Das ist auch hier gezeigt, das ist die Karte der Topografie des Bereichs des Südatlantik mit Afrika im Osten, Südamerika im Westen. In Grau hinterlegt sind satellitengestützte Daten der Topografie der Erde, die normalerweise eine Auflösung von circa 1 Kilometer haben. Was wir haben möchten, sind die schiffsgestützten Daten mit solchen Fächerecholoten, die eine Auflösung von etwa 100 Metern, manchmal etwas besser haben. Leider haben wir sehr häufig in der Schiffsbathymetrie eine Auflösung im Bereich von 30 Meter. Dieser Bereich mit dem Holstein-Kiel-Stadion ist hier nochmal gezeigt. Diese Auflösung reicht nicht, um diese Hydrothermalfelder am Meeresboden zu finden. Das wären 1 bis 3 Pixel, wäre unsere Zielgröße. Das reicht nicht. Wir sind also auf andere Technologien angewiesen. Das heißt, wir müssen dichter an den Meeresboden gehen. Dazu nutzen wir solche Torpedos, autonome Fahrzeuge, die den Meeresboden kartieren, die Topografie des Meeresbodens feststellen. Das ist hier an einem Beispiel im zentralen Nordatlantik gemacht worden. Im Hintergrund sehen wir die Topografie des Meeresbodens mit einer Auflösung von 30 Metern und in einem Zeitraum von mehreren Wochen haben wir diesen Bereich des Meeresbodens in der bunten Karte mit einer Auflösung von 2 Metern kartiert. Man kann hier unten einen relativ kleinen, runden Punkt entdecken. Das ist eins dieser Zielgebiete, ein relativ großes, aktives Hydrothermalfeld in diesem Bereich, der also nur auf solchen hochaufgelösten Karten zu entdecken ist. Wir können natürlich nicht den gesamten Meeresboden mit solchen hochauflösenden Karten abdecken. Das liegt daran, ich sagte vorhin, das hat uns mehrere Wochen Forschungszeit gekostet, diesen Bereich knapp 50 Quadratkilometer zu kartieren. Die Länder, die Erkundungslizenzen beantragt haben für diesen Lagerstättentyp, also diese schwarzen Raucher, haben insgesamt 100 Blöcke à 100 Quadratkilometer zu erkunden. Das heißt, wir müssten 200 Mal so viel Zeit aufwenden, um alleine nur diese eine Erkundungslizenz abzudecken mit solch einer Auflösung. Davon sind wir weit entfernt. Wenn wir ein Stück weiter zurückgehen, herauszoomen aus der Karte und vielleicht einen Bereich weiter weg von dieser Rückenachse, wo die vulkanische Aktivität auftritt, wo der neue Meeresboden gebildet ist, wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen wollen, in Bereiche, die mehrere hunderttausend Jahre alt sind vielleicht, und uns einen Korridor angucken wollen, der 20 Kilometer zu beiden Seiten dieser Rückenachse, in der wir im Moment überwiegend arbeiten gehen, müssten wir 3,2 Millionen Quadratkilometer erkunden. Das ist mit derzeitiger Technologie nicht machbar. Wir müssen also andere Technologien entwickeln, um solche inaktiven Vorkommen zu finden. Am Anfang dieser schwarzen Raucherübersicht habe ich gesagt, dass die sehr heterogen sind, diese schwarzen Raucher. Möchte ich hier an diesem Beispiel Kupfer wieder einmal darstellen. Hier sind die durchschnittlichen Gehalte von Kupfer in verschiedenen Lagerstätten aufgezeigt. Das sind verschiedene geologisch unterschiedliche Bereiche. Muss man sich gar nicht genau angucken. Was auffällt, ist, dass bestimmte Bereiche deutlich geringere Kupferkonzentrationen haben als andere Bereiche. Wir müssen also wissen, in welchen Bereichen wir nach solchen inaktiven Vorkommen in der Zukunft suchen wollen. Was wir oftmals haben vom Meeresboden, sind Einzelproben. Wir brechen mit einem Tauchroboter oder einem Tauch-U-Boot einzelne Schornsteinstücke vom Meeresboden ab. Das sind Oberflächenproben und wir wissen, dass die nicht repräsentativ sind für den Untergrund. Wir benötigen, da das dreidimensionale Vorkommen sind, aber
unbedingt Informationen aus der Tiefe und sind dabei auf Bohrungen angewiesen. Diese Oberflächenproben sind nicht repräsentativ. Und selbst wenn sie hohe Kupfer- oder auch hohe Goldgehalte anzeigen, bedeutet das nicht, dass es von Interesse wäre oder wirtschaftlich von Interesse wäre. Denn zusätzlich zu den hohen Gehalten ist auch die Menge entscheidend. Gerade im Bereich der Massivsulfide spielt die Tonnage, die vorhanden ist, eine große Rolle. Die Gehalte alleine reichen nicht aus. Also Size does matter. Um Informationen aus der Tiefe zu bekommen, benutzen wir unter anderem solche mobilen Bohrgeräte. Technisch hochkomplexe Systeme und es gibt bisher weniger als eine Handvoll Vorkommen, in denen solche Bohrungen überhaupt vorliegen. Nichtsdestotrotz haben sich eine Reihe von Nationen Erkundungslizenzen für solche schwarze Rauchervorkommen gesichert. Dazu gehören im Indischen Ozean Südkorea, Indien, China und auch Deutschland und im Atlantik Russland, Frankreich und Polen mit jeweils 10.000 Quadratkilometer. Und auch hier handelt es sich wieder um Erkundungslizenzen. Abbaulizenzen existieren nicht. Das überfliege ich einmal ganz schnell. Das ist der derzeitige Stand aller Erkundungslizenzen in der Tiefsee. Wir haben also die Manganknollen, überwiegend in dem Bereich des östlichen Pazifik zwischen Hawaii und Mexiko. Wir haben eine weitere Manganknollen-Erkundungslizenz vor Indien. Wir haben die und eine weitere hier im westlichen Pazifik vor den Inseln Japans. Wir haben die Erkundungslizenzen für Krusten in diesem Bereich und die für Sulfide im Indischen Ozean und im Atlantik und die für Krusten vor der Küste Brasiliens. Gezeigt sind hier außerdem zwei Abbaulizenzen. Das sind die einzigen derzeit in der Tiefsee vorhandenen Abbaulizenzen. Beide erstrecken sich auf Vorkommen, die an solchen schwarzen Rauchern oder ähnlich entstanden sind. Das ist einmal das sogenannte Atlantis II-Tief. Das sind metallreiche Sedimentschlämme im Roten Meer. Dafür gibt es eine Abbaulizenz, aber da ist noch kein Abbau vorgenommen worden. Und die zweite Abbaulizenz befindet sich in den Hoheitsgewässern von Papua-Neuguinea und wird von einem australisch-kanadischen Konsortium gehalten. Allerdings ist diese Firma letztes Jahr pleite gegangen. Also auch da gibt es zwar eine Abbaulizenz, aber derzeit ist unklar, wie die Zukunft dieser Operation aussieht. Fassen wir diese drei Vorkommen einmal zusammen. Manganknollen, kobaltreiche Krusten und Massivsulfide. Die Wassertiefen, denen sie gebildet werden, sind hier einmal aufgelistet. Die Ausdehnung von Knollen und Krusten sind gewaltig. Bei den Massivsulfiden sind relativ kleine Vorkommen, die auftreten. Mengenschätzung sehr groß und ein relativ guter Kenntnisbereich im Bereich zwischen Hawaii und Mexiko in der Clare and Clipperton Zone. Wir wissen in etwa, was in dieser Prime Crust Zone östlich Japans auftritt und wir wissen in etwa, was entlang dieser mittelozeanischen Rücken global auftritt. Die Gehalte in den Knollen und Krusten selbst sind niedrig. Die Gehalte können relativ hoch sein, zum Beispiel für Kupfer, Gold und Zink in diesen Massivsulfiden. Die Verteilung ist regional homogen in diesen beiden Vorkommen und sehr heterogen bei den Massivsulfiden. Es wird geschätzt, dass ein möglicher Abbau in der Zukunft ca. 2 Millionen Tonnen pro Jahr gewinnen muss, um profitabel zu sein. Dazu wären beim Abbau von Manganknollen ca. 150 bis 200 Quadratkilometer Fläche vonnöten. Bei den Kobaltkrusten, da sie relativ kompakt sind, immer noch 25 Quadratkilometer und bei den Massivsulfiden etwas oder in etwa ein Quadratkilometer, also deutlich geringere Mengen, die benötigt oder Fläche, die benötigt würde, um diese Mengen zu gewinnen. Diese Flächen erschrecken viele. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte aber auch durchaus die Zeit nutzen und einmal einen Vergleich anstellen. Zur Siedlungs- und Verkehrsfläche Deutschlands zum Beispiel.
Wir haben in den letzten 30 Jahren pro Jahr 368 Quadratkilometer pro Jahr zementiert, zugeteert für Häuser, Verkehrsflächen und so weiter. Die Flächen allein in Deutschland, also nicht global, sondern allein in Deutschland. 70 Hektar letztes Jahr pro Tag. Damit haben wir oder viele offensichtlich kein Problem. Aber ein Problem bei einem Flächenverbrauch in der Tiefsee, der in etwa dem vergleichbar ist. Schauen wir uns die Verkehrsflächen alleine an. Gehen wir davon aus, dass wir seit 100 Jahren Automobile haben und in Deutschland 18.000 Quadratkilometer Verkehrsfläche existiert. Wir benutzen also oder vernichten 180 Quadratkilometer pro Jahr, um einkaufen zu fahren, zur Arbeit zu fahren und so weiter. Diese Zahlen sollten Ihnen ebenso bewusst sein. Das Potenzial dieser Vorkommen auf die globale Rohstoffversorgung ist für Knollen und Krusten relativ groß, für Massivsulfide sehr gering. Der globale Einfluss auf die Metallmärkte hier relativ hoch, bei den Massivsulfiden wieder niedrig. Das bedeutet nicht, dass man hier bei einem Abbau von solchen schwarzen Rauchern das eine oder mehrere Firmen nicht gewinnbringend arbeiten können. Es wird aber niemals den globalen Rohstoffbedarf beeinträchtigen oder decken können. Die Umweltbeeinträchtigung, da wird Herr Heckel in dem übernächsten Vortrag gesondert darauf eingehen, ist bei Manganknollen hoch, bei Kobaltkrusten hoch, bei den Sulfiden wahrscheinlich niedriger. Wie weit sind wir mit den Abbautechnologien? Das ist das Schiff der Firma Nautilus, die diese Abbaulizenz in den Hoheitsgewässern von Papua-Neuguinea hat. Das Schiff war bis zu einem bestimmten Bereich fertig gebaut, ist natürlich von der Pleite der Firma betroffen und wie es damit weitergeht, werden wir in Zukunft sehen. Japan hat im letzten Jahr noch Abbautests vorgenommen, also wird in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Japan weiterhin die Gerätetechnik entwickeln und wird vielleicht in einigen wenigen Jahren mit einem Abbau solcher schwarzen Raucher in ihren Hoheitsgewässern beginnen. Bei Manganknollen und Kobaltkrusten sieht das noch anders aus. Es gibt eine ganze Reihe von Manganknollen-Kollektoren, die entwickelt worden sind. Ein Teil wurde auch schon getestet, zum Beispiel von Korea. Dies hier ist ein Kollektor, der von einem belgischen Konsortium entwickelt und gebaut worden ist. Der sollte in diesem und im letzten Jahr getestet werden. Das soll jetzt nachgeholt werden in 2021. Dieser Manganknollenkollektor, man kann hier die Größe im Vergleich zu den Menschen sehen, ist in etwa ein Drittel der späteren Abbaugröße. Also hier ist die Technik etwas zurück im Vergleich mit der Technik für die Massivsulfide, aber das ist wahrscheinlich nur wenige Jahre zurück. Und wie vorhin gesagt, bei den Krusten ist die Entwicklung noch in den Kinderschuhen. Das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. Ein Ausblick aus meiner Sicht als Rohstoffgeologe. Es gibt genügend landbasierte Rohstoffe für Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Gerade bei den seltenen Erden. Die Rohstoffe reichen noch fast 1000 Jahre, die wir derzeit kennen. Und die Erkundung wird für weitere Zunahme bei den Reserven sorgen. Der Zugang zu den Land, also wir müssen nicht in den Marienbereich gehen, um unsere Rohstoffversorgung sicherzustellen. Die Rohstoffgewinnung an Land bedeutet aber, dass wir in Zukunft immer größere Flächen dafür zur Verfügung stellen müssten. Und die Umweltbeeinträchtigungen in an Land sind mitnichten geringer als die im Marienbereich. Der Zugang zu den Landlagerstätten wird abnehmen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Die brauchen Landwirtschaft, die brauchen Infrastruktur, die brauchen Städte. Und da wird es zu Landnutzungskonflikten mit Bergbau kommen. Die Bereiche, die für Bergbau zur Verfügung stehenden Land, werden immer kleiner werden. Die Ozeane könnten einen Beitrag zur Rohstoffversorgung in der Zukunft liefern. Da wissen wir, dass globale Rohstoffpotenzial aufgrund der geringen derzeitigen Datenlage noch nicht. Im Bereich der Knollen und Krusten ist aber ein
nicht unwesentlicher Beitrag von diesen Rohstoffen zur zukünftigen Rohstoffversorgung zumindest möglich, wann denn alle beteiligten Stakeholder, Politik und die Gesellschaft damit einverstanden sind, dass wir Marienbergbau durchaus machen sollten. Also hier ist insbesondere eine öffentliche Diskussion über die Umwelteinflüsse, aber nicht nur in der Tiefsee, sondern auch durch den Bergbau an Land zwingend notwendig. Und damit möchte ich schließen und nehme gerne die Fragen aus dem Chat auf. Vielen Dank. Ja, vielen ich bin auch ganz vielen Dank, Herr Petersen, für diesen umfassenden und detaillierten und faszinierenden Vortrag. Das war wirklich total spannend. So schade, dass die Videos nicht funktioniert haben, die uns ja gestern da ganz sanft mit runtergenommen haben. Es ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich ist es, weil der Server an Ihrem Institut ausgefallen ist. Das Witzige ist ja, dass 2 von 3 funktioniert haben. Das ist ja. Das ist merkwürdig. Wir haben tatsächlich jetzt auf den beiden Fragekanälen hier in Zoom etliche Fragen reinbekommen. Ich fange mal mit den der zuerst gestellten an. Hier ist die wirtschaftliche Ausbeutung der Tiefsee nicht genauso umweltschädigend einmalig wie die Ausbeute der Öl- und Gasvorkommen durch Fracking, also nicht nachhaltig, sondern eher eine energie- und ressourcenpolitische Einbahnstraße. Das hatten Sie ja kurz angesprochen schon. Ja. Natürlich ist es das. Es gibt keinen nachhaltigen Bergbau. Es gibt keine Beschönigung für das, was Bergbau der Umwelt antut. Aber nichtsdestotrotz gehen die meisten Zuschauer trotzdem hin und kaufen sich Goldringe und Diamanten oder ein Auto oder ein Handy. Das hält also keinen von uns davon ab, trotzdem Rohstoffe zu nutzen. Und solange wir das haben wollen und nutzen, wird es primären Bergbau geben. Ja, in dem Zusammenhang war der Hinweis auch drauf, in Relation zu dem, was an Land natürlich abgebaut wird, wenn man sagt, man möchte Tiefsee verschonen, aber macht an Land weiter. Also hier dann nochmal der eindringliche Appell an uns alle, zu berücksichtigen, wo die Rohstoffe herkommen für unseren Konsum und das mit einzubeziehen. Die nächste Frage ging auch in diese Richtung. Kann das nachhaltig sein? Das haben wir hier schon beantwortet. Jetzt haben wir hier eine Frage zur Zerstörung der Unterwasserlandschaft und dem damit verbundenen Verlust an Biodiversität durch den aktiven Tiefseebergbau. Da haben wir ja dann auch nochmal den Vortrag im Januar. Aber vielleicht wollen Sie hier auch nochmal einen Einblick geben, kurzen. Ja, also es wird Beeinträchtigungen geben, das habe ich bereits gesagt. Wir verstehen gerade bei den Manganknollenabbau oder bei den Manganknollen selbst die Biodiversität in der Tiefsee bisher wenig. Das Problem dabei ist, dass wir als Wissenschaftler niemals entscheiden, wann wir genug wissen. Wir müssten eigentlich Rahmenbedingungen liefern. Wenn wir als Gesellschaft entscheiden, wir benötigen in Zukunft weiterhin Rohstoffe, wir wollen eventuell Ökosysteme an Land schützen und vielleicht Ökosysteme in der Tiefsee stattdessen nutzen, das wird nie passieren, entweder oder, sondern es wird immer an Land weiterhin Bergbau geben und zusätzlich in der Tiefsee. Aber wenn wir eventuell bestimmte Bereiche an Land, Regenwald besser nutzen, schützen wollen und dafür in die Tiefsee gehen wollen, dann muss man diese Umweltbeeinträchtigung gegeneinander abwägen. Und dann möchte ich nicht verhehlen zu erwähnen, dass die Tiefsee nicht das kleinste Habitat ist, was wir auf der Erde haben. Die Tiefsee, obwohl wir wissen, dass es sehr viele solitäre Faunen in der Tiefsee gibt, die Tiefsee ist riesengroß. Doppelt so groß wie die gesamte Landfläche zusammen. Ist es zwingend notwendig, alle Bereiche dieses Ökosystems zu schützen? Oder müssen wir abwägen, ob uns der Regenwald wichtiger ist aufgrund seines Einflusses für den Klimawandel als Bereiche der Tiefsee? Das möchte ich nicht beantworten. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die geführt werden muss. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir dürfen die Tiefsee nie abbauen, wir wissen nicht genug. Die Antwort wird auch in 200 Jahren von Wissenschaftlern noch kommen. Ein Wissenschaftler wird niemals zugeben, dass er zu wenig oder genug weiß. Er wird immer sagen, er weiß zu wenig. Stimmt.
Hier haben wir eine etwas speziellere Frage zur Zusammensetzung der Manganknollen. Warum ist der Nickel-, Kupfer- und Kobaltanteil in Manganknollen im Pazifik höher als im Atlantik oder im Indik? Sehr gute Frage. Das ist nicht genau bekannt. Das hängt eventuell mit den Wassermassen zusammen. Das hängt an mit einem Eintrag von bestimmten Elementen durch hydrothermale Aktivität an diesen schwarzen Rauchern. Aber das ist bisher nicht gut untersucht. Genau. Offenes Feld für einige Doktorarbeiten in der Zukunft. Da sind wir wieder damit, dass wir nie genug wissen und immer jede Frage neue Fragen aufwirft. Dann sind hier im Chat noch Fragen aufgetaucht. Die wollte ich gerade auch mal kurz aufgreifen. Da geht es im Wesentlichen auch wieder Umweltkonsequenzen bei dem Abbau dieser Ressourcen, besonders der Manganknollen. Das hatten wir jetzt schon begriffen. Wie gesagt, das wird im Vortrag, im übernächsten Vortrag im Januar auch noch mal vertieft. Dann mal hier drei Fragen. Warum sind die schwarzen Raucher wirtschaftlich nicht günstig oder lohnend? Da gibt es mehrere Gründe. Die meisten schwarzen Rauchervorkommen, die wir kennen, ich sagte ungefähr 600, die meisten bestehen überwiegend aus Eisenschwefelverbindung und haben relativ geringe Gehalte an Kupfer, Zink, Gold und Silber, die Metalle, die wir haben wollen. Eisen bauen wir an Land aus riesigen Lagerstätten ab, in denen das Eisen oberflächennah im Tagebau abgebaut werden kann, mit gewaltigen Tonnagen, natürlich auch mit gewaltigen Umweltbeeinträchtigungen, aber wir wollen ja alle unser Auto fahren oder unsere Gebäude bauen. Das wird Eisen nach Eisen wird niemals jemand in der Tiefsee abbauen. Insbesondere auch, weil es sich um Eisen-Schwefelverbindungen hat. An Land bauen wir Eisen-Sauerstoffverbindungen ab. Eisen-Schwefelverbindungen müssten geröstet werden. Dabei würde Schwefelsäure anfallen. Also gibt es viele Gründe, warum man Eisen nicht haben möchte. Dann gibt es einige Vorkommen, wo höhere Konzentrationen an Kupfer und Zink auftreten. Wie angedeutet, sind die meisten dieser Vorkommen aber immer noch zu klein. Die meisten Vorkommen sind so groß wie ein typischer Hörsaal. Das ist nicht wirtschaftlich abbaubar. Denn sind sie nach 3 Tagen fertig, haben da aber 1 Milliarde Dollar in die Hand genommen, um das Schiff zu bauen und das Equipment zu bauen und können 3 Millionen Dollar verdienen mit dem Erz, was sie in 3 Tagen abgebaut haben. Das ist nicht wirtschaftlich. Es mag ganz wenige, wir kennen vielleicht eine Handvoll Vorkommen, die Gehalte haben, die hoch genug sind und die Tonnagen haben, dass man vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre abbauen könnte und die könnten dann für das Konsortium, das den Abbau durchführt, wirtschaftlich sein. Das hat aber noch nie einer gezeigt. Wir wissen nicht, ob das funktioniert. Ja, in diese Richtung geht auch noch eine andere Frage, die etwas recht breit gehalten ist. Wie teuer kann unsere Rohstoffversorgung in der Zukunft sein? Ist es sinnvoll? Ich nehme an, sinnvoll, das dann überwiegend irgendwann aus dem Meer zu bestreiten. Das liegt rein an uns. Also das ist eine ganz simple Frage. Die meisten gut situierten Zuschauer haben vielleicht in ihrem Schmuckkästchen einen Diamantring irgendwo liegen. Diese Diamanten kann man billig zum Beispiel aus Afrika bekommen oder man macht es ein bisschen nachhaltiger, ich hasse das Wort, und kauft sich Diamanten, von denen man weiß, dass sie in Kanada gewonnen worden sind und man ist bereit dafür, einen höheren Preis zu bezahlen. Das liegt also an uns, wie viel wir bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist nicht anders als mit der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat die Probleme mit den Preisen, die wir bereit sind, für ein Kilo Schwein zu bezahlen. Das Gleiche trifft auf Metalle zu. Wenn wir sehr viel Geld dafür bezahlen wollen, dann mag es irgendwann durchaus möglich sein, dass wir Manganknollen in der Tiefsee abbauen. Da gibt es aber noch eine andere Antwortmöglichkeit. Und zwar haben wir in Deutschland lange Zeit Steinkohle abgebaut, obwohl es nicht wirtschaftlich war, weil wir in unsere Industrie mit Steinkohle versorgen wollten. Also politische und gesellschaftliche Gründe dazu geführt haben, ein nicht wirtschaftliches Programm weiterzuführen. Das ist zum Beispiel der Grund, dass Japan
in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone sehr viel Geld in die Hand nimmt, um nach Manganknollen, Krusten und Massivsulfiden zu suchen. Und eventuell diese auch abbaut, wenn es nicht wirtschaftlich ist, weil es nicht um Wirtschaftlichkeit geht, weil sie keine Firma sind, sondern weil sie ihre Industrie mit Rohstoffen versorgen wollen. Und dann kann es sein, dass die Wirtschaftlichkeit gar keine Rolle spielt. Ja, da haben Sie wirklich breit ausgeholt und breit. Also die Fragen, die jetzt bis hierher eingetroffen sind, haben wir durch. Wer möchte also jetzt noch? Ganz wichtig wäre mir noch, es gibt keine Metalle ohne Umweltbeeinträchtigung. Wenn jemand sagt, er macht das alles nachhaltig, grün, das ist auf jeden Fall zu hinterfragen. Das muss auch jedem klar sein, dass das genauso auf alles zutrifft, was wir an Land machen und nutzen. Und jeder der Zuschauer kann ja gerne mal auf seinen Schreibtisch gucken oder auf seinen Wohnzimmertisch oder wo immer er sitzt und sich angucken, was er alles an Rohstoffen vor sich hat. Sei es Glas, Beton und so weiter. Prost. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so betonen, dass es einfach auch an jedem von uns hängt, an unserem Konsumverhalten. Ja, damit ganz herzlichen Dank nochmal an Sie für diesen wirklich aufschlussreichen und spannenden Vortrag. Sehr gerne. Viel nochmal Entschuldigung an alle unsere jetzt hier versammelten Zuhörerinnen und Zuhörer, die zum Teil die Studierenden sind, für die gleich noch eine kleine Examensfrage kommt. Nein. Und auch andere, die über den YouTube-Kanal, wo wir den Hinweis gepostet haben, dass der Livestream nicht funktioniert, auch hierher gefunden haben. Wir versprechen, dass wir dieses Problem bis zum nächsten Mal behoben haben werden. Daran kann es ja nicht scheitern. Und jetzt möchte ich noch kurz auf den nächsten Vortrag noch hinweisen. Teilen. Das ist unsere Vortragsreihe. Wir haben im Januar am 13. nach der Advents- und Weihnachtspause den nächsten Vortrag von Dr. Anne Sell vom Thüneninstitut für Seefischerei in Bremerhaven zum Thema Klimawandel im Meer, was das für die Fische, die Fischerei bedeutet, wie man damit umgehen kann. Und dann möchte ich noch hinweisen auf einen anderen parallelen Vortrag der Scientists for Future Frankfurt, wo eine Vortragsreihe gerade läuft, der Klimawandel als gesellschaftliche Herausforderung. Da haben wir nächste Woche am Dienstag einen Vortrag zur sozial-ökologischen Transformation. Warum, was, wie, wer, warum, was, wer, wie, genau, wie wir dahin kommen können. Also das ist mehr so die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft und wie wir damit umgehen, sei allen ans Herz gelegt. Dort funktioniert der Livestream bisher immer. Die Informationen finden Sie unter scientistsforfuture.org und da sind dann die Vortragsreihen aufgelistet. Dann sind wir hier für heute am Ende. Nochmal herzlichen Dank, Herr Petersen. Vielleicht bleiben Sie gerade noch kurz drin, wenn wir es beendet haben. Danke an Sie. Danke an alle, die dabei waren. Ich wünsche allen eine friedliche Adventszeit, erholsame Tage. Passen Sie auf sich auf und dass wir uns dann im Januar hier oder auf dem YouTube-Livestream dann wieder in alter Frische wiedersehen. Ganz herzlichen Dank und einen friedlichen Abend. So. Versuche ich mal. Es gibt ja eigentlich das mit den Breakout Rooms. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis jetzt alle rausgehen. Ansonsten, Adrian, bist du noch da? Ja. Ach, du hast es aufgezeichnet und wirst es dann gleich noch einstellen.